Das Kochstudio. Heute pfiffige Rezepte mit Insekten. Hallo, liebe Leckermäulchen. Na, auch Bock auf ein schönes Madengulasch an Schnakenschaum? Nein, müsst ihr auch gar nicht. Panik vor Insekten im Essen ist gerade die wichtigste Zutat im Populisten-Kochbuch. Die Botschaft: Wir Normale haben die Schnauze voll vom grünen Insektenterror. Herzlich willkommen bei denen, die anpacken, bei denen, die an die Zukunft glauben, anstatt sich auf die Straße zu kleben, Insekten zu fressen und auf den Weltuntergang zu warten. Und bevor Sie jetzt sagen, ja gut, der Aiwanger, so ist er halt, der hat auf seinem Hof eben über die Jahre zu viel Gülle eingeatmet. Nein, nein. Insektenpanik ist der Hit in sämtlichen Bierzelten. Wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Madenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wokeness. Wokeness. It's nice to be a prize, but it's higher to be a buyer. And if you think it goes not blöder, wait for my friend Markus Söder. Kein Mensch will euch Schweinsbraten wegnehmen oder euren ekelhaften Leberkäse. Was ist da denn bitte drin? Streunende Katzen, alte Pflaster, ganze Kniescheiben. Wir nehmen es klaglos hin, dass wir für unser Trinkwasser wegen Massentierhaltung immer tiefer buddeln müssen. Aber Insekten sind jetzt der große Feind. Ja, tatsächlich. Wegen dieser Meldung. Ab heute dürfen Grillen und Getreideschimmelkäfer zu und in Lebensmitteln verarbeitet werden. Seit Mitternacht gilt das entsprechende neue EU-Gesetz. Na und? Hochwertiges Eiweiß, Mineralien, sogar Vitamine. Die Nahrung der Zukunft, sagt die UN. Und es ist ja nicht so, dass Brüssel oder die Grünen mir die Tür eintreten und mich zwingen, Grillen zu futtern oder Würmer. Würmer sollen wir jetzt essen. Ja, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Wissen Sie, eine Gesellschaft, die auf die Würmer kommt, kann eigentlich tiefer nicht mehr fallen. Okay, Peter Hane und Hendrik M. Broder sind nicht mehr die Jüngsten. Natürlich hat man in dem Alter Angst vor Würmern. Mein Tipp, esst die Würmer, bevor sie euch essen. Außerdem, wir alle snacken Insekten ständig. Glauben Sie nicht? Viele Süßigkeiten sind mit Shellac überzogen. Und das wird hergestellt aus, Achtung, den Ausscheidungen der Lackschildlaus auf Tic-Tac-Kaugummikugeln oder den Dingen hier. wunderbar. Ich esse Schildlaus-Exkremente. Und dafür stehe ich sogar manchmal nachts auf. Ja. ich liebe Exkremente. Hassknechts Kochstudio.